Hallo. Hallo Martin, toll, dass du heute bei uns in Lübeck bist, das eingebaut hast. Wir haben das Hanse-Museum angeschaut, es war wunderbar. Martin, jetzt sind ja nur noch wenige Wochen bis zum 24. September. Was gibst du den Menschen hier in Lübeck mit auf den Weg? Was sollen sie bedenken bei der Wahl? Was kannst du dazu sagen? Es geht bei der Wahl am 24. September eigentlich um drei wesentliche Dinge. Wir wollen Gerechtigkeit, und zwar Chancengerechtigkeit durch eine nationale Bildungsallianz, die wir schließen. Wohnort und Herkunft und auch der Name dürfen nicht Schicksal sein für Menschen. Alle müssen den gleichen Zugang zur Bildung haben. Wir brauchen Qualifizierung. Deutschland hat bis zum Jahre 2040 3,3 Millionen Facharbeiterinnen und Facharbeiter zu wenig. Also in die Qualifizierung von Menschen zu investieren, ist wirtschaftliche Vernunft und Gerechtigkeit zugleich. Wir wollen gerne aufrüsten. Frau Merkel hat sich entschieden, sie will die Haushaltsüberschüsse des Bundes in die Rüstung stecken, bis zu 30 Milliarden mehr. Das wollen wir nicht. Wir wollen es eben in gebührenfreie Kitas stecken. Wir wollen es in Ganztagsschulplätze, in den Ausbau unserer Berufsschulen. Und dann ist mir eines ganz wichtig. Ich will Respekt in den Mittelpunkt unserer Gesellschaft stellen. Eine großartige Chirurgin, die ein Herz verpflanzt, kriegt unsere Bewunderung. Und zu Recht. Aber ein Busfahrer, der jeden Tag unsere Kinder zur Schule fährt und sicher wieder nach Hause bringt, der hat den gleichen Respekt verdient, die gleiche Bewunderung, denn in dessen Händen und Verantwortung ruhen auch Menschenleben. Insofern will ich, dass wir uns über Respekt wieder unterhalten. Und den Lübeckerinnen und Lübeckern will ich eines sagen, wenn Sie mal die Frage beantwortet haben wollen, was ist eine hervorragende Wahlkreisabgeordnete, die in der Hauptstadt die Interessen des Wahlkreises gut vertritt, der kein Weg zu weit ist, keine Stunde zu spät und die rund um die Uhr für ihre Wählerinnen und Wähler da ist, dann haben Sie mit Gabriele Hiller-Rohm eine solche Wahlkreisabgeordnete. Wenn ich in Lübeck wohnen würde, ich würde mit der Erststimme in jedem Fall die Gabriele wählen. Ja, Martin, danke schön. Da kann ja gar nichts mehr schiefgehen am 24. Okay. September. Ich freue mich, dass du hier warst und vielen Dank. Alles Gute für uns beide. Ne? Tschüss. Super.